Distributivgesetz. Oh Gott, oh je und Hilfe. Keine Panik. Dieses A mal Klammer auf B plus C Klammer zu gleich. A mal B plus A mal C. Hilft natürlich groß weiter, wenn ein relativ komplizierter Ausdruck da steht. Also erstmal ganz in Ruhe. Was sagt das Distributivgesetz? Es ist ein Klammergesetz. Ihr werdet also irgendwann mal des Öfteren noch irgendetwas mal irgendetwas sehen und das andere irgendetwas wird etwas länger sein, sodass ihr irgendwie ausmultiplizieren müsst und braucht natürlich ein paar Basissachen, um das Ganze zu bewältigen. Ein relativ einfacher Ausdruck wäre nach der Regel jetzt machbar. 2 mal 3, das erste, was in der Klammer steht, multipliziert mit dem, was davor steht, plus das zweite, was in der Klammer steht, mit dem, was davor steht, multipliziert. 2 mal 3 sind 6 plus 2 mal x sind 2x. Etwas schwieriger, aber trotzdem immer noch nachvollziehbar, auch gerade mit dem Plus. X mal x ist x Quadrat, wobei da die ersten Schwierigkeiten schon anfangen, werden gleich gelöst. X mal 4 kann man auch 4 mal x schreiben. X Quadrat plus 4x. Huch, wo ist das mal hin? Völlig egal, ob ich 4 mal x schreibe oder 4x. Auch, ich kann es nochmal anreißen, x mal 4 ist genau das gleiche wie 4 mal x ist das gleiche wie 4x. Kommutativgesetz, einzeln nochmal geklärt. Egal, merkt es euch jetzt erstmal so. 2 mal 4 ist 8. Da ist die Welt in Ordnung, das kriegt man gerade noch hin. Mittlerweile kann man ja sogar schon in den kleinsten, untersten Stufen Taschenrechner benutzen. Ich hoffe nicht, denn 2 mal 4 sollte jeder hinkriegen. Es geht um das Prinzip Zahl mal Zahl, da ist die Welt in Ordnung. Schwieriger wurde schon mit den negativen Zahlen. Minus mal Minus ergibt natürlich Plus. 2 mal 5 ist 10, auch eine Voraussetzung, um schwierigere Ausdrücke zu lösen. 2 mal x, wie schon nochmal aufgeschrieben, ist 2x. Ist genau das Gleiche, nicht erschrecken. 2x mal 4, keine Panik. 2x ist 2 mal x mal 4. Was kann ich machen? Ich schaue mir die Zahlen an. 2 mal 4 ist 8, mal x, geschrieben 8x. Kein Problem. X mal x, Hilfe, 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 ist nichts anderes als x hoch 2. Warum? Wir nehmen mehrere Beispiele. X mal x mal x, wie viele x seht ihr? 3 Stück. Wir schreiben aber nicht 3 mal das x, sondern wenn es mehrmals miteinander selbst multipliziert wird, hoch 3. X mal x mal x mal x steht 4 mal da. Es ist nicht 4 mal das x, sondern es ist x hoch 4, weil es 4 mal miteinander selbst multipliziert wird. Was wäre jetzt, wenn ich x hoch 3 multipliziere mit x hoch 4? Ich könnte ja jetzt 7 mal das x nebeneinander hinschreiben, ist nichts anderes als x hoch 7. Wer schon Potenzgesetze hatte, geht natürlich jetzt über Potenzen mit gleicher Basis, werden multipliziert, indem die Exponenten addiert werden. Wer noch nicht so weit ist, macht es sich so erstmal deutlich. Relativ einfach jetzt wieder der Ausdruck genommen, wenn ich das als Basis habe. 2x hoch 3 mal in Klammern 4x hoch 5 minus 10 ist nach dem Distributivgesetz, das, was da vorne steht, multipliziere ich rein in die Klammer. 2x hoch 3 mal 4x hoch 5. Jetzt das große Fragezeichen. Was für ein Rechenzeichen kommt hier hin? 2x hoch 3 mal minus 10. Ich mache das Rechenzeichen noch nicht, sondern schreibe 2x hoch 3 mal minus 10 einfach hin. Einzeln ausrechnen jetzt. 2 mal 4 ist 8. X hoch 3 mal x hoch 5. X hoch 8. Wie das Beispiel vorher. Welches Rechenzeichen kommt hier hin? Ich rechne erstmal aus. 2 mal minus 10 ist minus 20. Also, ich weiß, welches Rechenzeichen hier hinkommt, nämlich minus. X hoch 3 nicht vergessen. Ganz entspannt ist der Ausdruck aufgelöst. Basis, auf jeden Fall Zahlen multiplizieren, auch mit negativen Vorzeichen. Keine Panik, vor 2 mal x ist einfach nur 2x geschrieben oder andersrum, um Ausdrücke multiplizieren zu können. Und wenn ich mehrere x, es könnten auch a's oder b's oder c's sein, miteinander multipliziere, auf diese Hochzahl, den Exponenten achten. Dann sollte auch das Ausmultiplizieren kein Problem sein.